Herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 2. Wir sind immer noch dabei, Nebenmissionen abzuschließen und Notsignal nachzugehen und ohne große Umschweife werde ich genau dort weitermachen. Ein paar Quests habe ich noch. Die Hauptquest wartet natürlich auch. Allerdings fehlt mir noch ein Crewmitglied, was ich immer noch rekrutieren muss. Und das werde ich auch im Laufe dieser, ich sag mal, Operation mir holen. Ich weiß allerdings nicht, wer das sein soll. Das klingt interessant. Das werde ich mir definitiv als erstes anschauen. Och nö. Ich bin hier gerade vor 10 Sekunden gelandet und schon fangen die an, mich anzugreifen. Oh mein Gott. Was ist hier los? Die hören nicht auf, mich anzugreifen. Hä? Komm zurück. Das gucke ich mir genauer an. Sie schaffen es auf keinen Fall lebend hier raus. Glaubst du? Oh, ein großer Mech. Jetzt bin ich aber eingeschüchtert. Oh, zwei große Mechs. Nicht unmöglich. Ha, hab ich schon geschafft. Auch wenn's zwischenzeitlich ganz kurz mal knapp war. Aber das Problem ist gelöst. Ey. Okay, vielleicht noch nicht ganz. The fuck? Okay. Ich wusste nicht, dass es Notsignal ausschalten bedeutet, ihn in die Luft zu sprengen, aber... Gut. Ich konnte jetzt dummerweise an der Seite nicht erkunden, aber ey. Wir haben noch genug Mission vor uns. Okay. Ich soll einen Raketenstart verhindern, hat mir die Anomalie gesagt. Aber... Javelin-Raketen. Zwei Raketen nähern sich dem Ziel. Jemandem ist hier der Arsch weggeschossen worden. Das ist alles ein bisschen knapp hier, muss ich sagen. Okay, 3 Minuten habe ich noch. Das Ziel ihrer Wahl. Okay, wen... Oh mein Gott, ich muss jetzt auswählen, wen ich rette. In der Allianz und taktischen Fortsetzungen Anhängungshof. Ich rette den Raumhafen, weil den gibt mir einen taktischen Vorteil. Das war's. Einen der beiden musste ich opfern. Ich weiß jetzt nicht, ob es da Punkte für gab, ehrlich gesagt. Ich will den ja. Sieht aber nicht danach aus. Also, nach dem erfolgreichen Zerstören einer ganzen Kolonie widme ich mich jetzt wieder den Geth oder Geth, wie sie ja jetzt heißen. Und ich muss der Gerät muss deaktiviert werden. Klimagerät. Sie haben uns Hey, wer ist was geht denn jetzt ab? Ziele haben Tarnsysteme. Bringt denn nur nicht viel, wenn sie markiert werden. Einer ich kann mich aufhalten. Sie haben Tarnsysteme. Ich bin's, Shepard. Ja, danke für die Info, aber... Okay, wo sind sie jetzt hin? Wirklich viel sieht man hier nicht, muss ich ja sagen. Aber die geht, die gucken, ich weiß nicht, besitzen die sowas wie Augen oder? Ich meine, klar, Sensoren ist im Prinzip dasselbe, aber arbeiten ihre optischen Sensoren mit Licht oder eher mit zum Beispiel Infrarot? Das weiß ich nicht.
Ich frage mich, warum haben die Geth Unsichtbarkeitstarnanzüge oder Tarnsysteme, wenn man die hier sowieso nicht sehen kann? Also, ich kann die höchstens erkennen, wenn die, ja, ich sag mal, so bis hierhin. Da bist du dieser Sichtlinie und dahinter ist alles verschwommen. Maus den Dreck. Das sieht interessant aus. Ich muss, während das Schiff abstürzt, auf das Schiff gehen und es retten. Das letzte Schiff, was so einigermaßen am Runterfallen war gerade, momentan, das war, wo ich da verbuggt irgendwo festgehangen habe. Das war nicht so erfolgreich, aber immerhin habe ich Daten gesammelt, wofür immer ich die jemals benutzen werde. Ich habe keine Ahnung. Natürlich schon wieder ein Countdown. Mein Typ sieht immer mehr aus wie ein Gate. Okay, beide Kopplungen aktiviert. Keine Ahnung, was das bewirkt hat. Ich muss hier weg, ich werde beschossen. Abstürzen lassen. Ausschalten. So böse lassen sie mich wohl dich nicht sein. Das finde ich jetzt aber schade. Kolonie sind Sicherheit. Wer will sowas denn? Sicherheit. Überbewertet. Mal gucken, was als nächstes auf der Liste steht. Zum Abbau wird schwerer Sprengstoff benötigt. Ach, schwerer Sprengstoff. Damit komme ich klar. Ich soll hier... Also zwei Nebenmissionen habe ich noch. Ich soll hier Rohstoffe abbauen. Und in der anderen soll ich irgendein Schild deaktivieren. Also. Das kann ja lustig werden. Gut, bis hierhin ist er gekommen. Ich habe jetzt keine Energiezelle mehr. Ich muss jetzt also auf jeden Fall vorausgehen. Und die suchen. Sie haben uns gesehen. Ich schaffe euch alle. Alter Boden! Ich weiß nicht, ob ich mehr als eine tragen kann. Ja, so viel dazu. Das ist es. 5000 Platin? Das war alles? Na schön, dann jetzt noch Schild deaktivieren. Ah, ich sehe gerade, ich soll das Schild reaktivieren, nicht deaktivieren. Also, ich kann es natürlich auch deaktivieren, das ist kein Problem. Das ist mir alles etwas suspekt hier. Ich sehe nur... Bäume? Ich schätze mal, dass das Bäume sein sollen und diese fliegenden Plattformen, auf welcher wir uns auch befinden. Irgendwas muss doch hier noch passieren, oder? Schildstörung. Das ist ein Rätsel. Schild kann nicht aktiviert werden, weil Generator offline ist. Okay, ich habe die Kühleinheit, den Generator. Also ich bin wirklich nur zu dieser Plattform hingelaufen. Hab drei Schalter aktiviert. Und das war's. Ende. Gut. Nach all der Zeit... ist es soweit. Ich kann mir jetzt endlich, obwohl, muss ich sagen,
ich noch nicht alle Teammitglieder habe. Ein Feld ist noch frei. Kann ich mir das Freund-Feind-Zielefassungssystem von einem verlassenen Reaper klauen? Und ich hoffe, dass ich da irgendwie wieder ein paar abtrünnigen Punkte bekomme, weil die habe ich lange nicht mehr bekommen. Ich habe jetzt die ganzen Nebenmissionen abgeschlossen und das war ja... Also die Geschichte mit dem... Vorhin mit der Plattform in diesem komischen Wüstengedings da, das war ziemlich fanarsch. Hier, alle loyal. Ein Ding ist noch frei. Vielleicht, wenn ich andere... Ich sag mal, wenn ich nicht vollständig abtrünnig wäre, hätte ich da vielleicht noch einen mitnehmen können. Oder das kommt noch. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen. Bin ich jetzt schon an Bord? Okay. Das ist nicht gerade das Organ. Da muss auch ich manchmal die Zähne zusammen. Da war es einfach weg. Ja, die Indoktrination, das hat man ja an dem Saren gemerkt. Das hat ganz gut funktioniert. Kann das alle sterben? Versteh schon. Wir suchen nach Überlebenden und Daten, dann holen wir... Als ob mich das jucken würde. Halten Sie sich bereit, uns aufzunehmen. So sieht das Vieh also von innen aus. Ich würde gern wissen, wer die gebaut hat. Die Sovereign hat ja im ersten Teil gesagt, sie sind schon ewig da und existieren seit Anbeginn von allem, aber irgendjemand... Also das hier ist nicht einfach nur eine Lebensform, die durch nichts entsteht. Das wurde durch irgendwas gebaut. Sie sind verheiratet. Klingt, als hätte der Reaper ihr Bewusstsein beeinflusst. Das heißt, er hat geschafft, die zu beeinflussen, obwohl er tot ist. Vielleicht ist der Reaper gar nicht tot. Was? Das heißt, der Reaper hat, obwohl er tot ist, oder nicht tot in dem Fall, angefangen, die Geister der Leute miteinander zu verschmelzen zu, also verschmelzen zu lassen. So wie so eine Art kollektives Bewusstsein. Teil des Schwarms und so, ne? Ein sprechender Gast. Das ist was Neues. Allerdings. Und er scheint... Oh, willst du mich verarschen? Oh, das ist auch mal was Entspannendes. Das ist wie Kegeln quasi. Setzt an und guckst, wie viele Husks du auf einmal triffst. Oh mein Gott. Ja, damit. Ja. Gute Frage. Was mich aber interessieren würde, ist, was ist mit dem Geth, den ich gesehen habe. Der war ja nicht so feindlich gesagt. Der sah ganz... Ah, vielleicht das letzte Teammitglied. Wer weiß. Also, höchstwahrscheinlich. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Genau, aber... Es legt es sehr nah, würde ich sagen. Ist er jetzt tot? Oder ist er mit dem verschmolzen? Mit dem Husk? Ich weiß nicht, wie ich den Reaper-Can öffnen kann. Er ist verschlossen, aber... Ich hab keine Ahnung. Oh, da geht's ja richtig ab hier. Ah, okay, der geht nur... teilweise... Also... Nicht teilweise, sondern... Stückchenweise, aber nicht... Wie sagt man denn? Von Zeit zu Zeit halt. Los geht's! Ja. Muss ich nicht jetzt irgendwie entkommen oder so? War da nicht was? Kann ich den mitnehmen? Sehr schön. FFS. Ein Gruppenpunkt. Scheiße, also. Ich weiß nicht, ob ich das aushalte. Viel zu viel Erfahrung. Was mache ich nur? Das heißt, ich kann ihn jetzt nehmen quasi und mein Team aufnehmen? Oder? Ja. Jacob, Eden Prime ist der Grund dafür, dass ich die Gethern...
Alter. Hä, 5 Vorbild? Was soll das denn? Ich habe da extra 20 abtrünnigen Punkte bekommen, weil ich den freien Geth mit dem freien Willen direkt an Cerberus übergeben habe. Ach ja. Es tut gut, so böse zu sein. Das hier darf nicht das hier erreichen. Ich muss das auf jeden Fall hier vorne halten. Das hier, das kann ruhig da, das kann bis hier oben hin. Das ist egal. Gut. Die Frage ist, was mache ich jetzt so lang? Ich gehe ein bisschen forschen. Was haben wir denn hier? Ja, ja. Ich sage Ihnen, Edi, Ihre Daten stimmen nicht. Das ist nur Nebenstrahlung. Nichts als weißes Rauschen. Ich habe in dem Rauschen ein Signal gefunden. Wir senden die Position der Normandy. Senden? An wen? Gute Frage. Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, gute Frage an wen, aber... Ich habe ein Schild, was die Waffen abhalten kann. Und ich habe Waffen, was dieses Schiff beschädigen kann. Habe ich alles installiert. Abgeschaltet. Ich registriere ein Virus in den Computern des Schiffes. Verdammt. Oha. Was? Ich spiele jetzt den? Muss laufen. Scheiße. Wären die Kollektoren schon an Bord? Das ist nicht gut. Naja, der Joker hat sich ganz gut geschlagen. Dafür, dass er der einzige Mensch ist, beziehungsweise der einzige ist, der überhaupt da noch an Bord ist. Alle? Sie haben alle verloren und das Schiff beinahe auch noch. Kampf zu den Kollektoren. Was? Okay. Ja, go. Joker, zurück auf die Brücke. Alle anderen auf ihre Station. Zu Befehl, Commander. Hauen Sie einfach auf die Galaxiekarte, wenn Sie soweit sind. Das Omega-4-Portal nicht übersteht. Sobald wir unterwegs sind, gibt es kein Zurück mehr. Wir müssen unsere Crew retten? Scheiß auf die Crew, hallo? Ich will nicht mehr warten. Die Kollektoren sollen erfahren, was geschieht, wenn man mich wütend macht. Verstanden, Commander. Lege Kurs zum Omega-4-Portal fest. Ankunft in ungefähr 2 Stunden. Jetzt geht's los. Nähern uns dem Omega-4-Portal. Alle bereithalten. Ziehen wir's durch. Oh, Scheiße! Ja, so sieht's aus, wenn in den letzten 1000 Jahren jedes Schiff zerstört wurde. Oh, Hallo, mein Schiff geht gerade für den Arsch. Bisschen vorsichtiger, wenn's geht. Wen schicken wir in den Schacht? Wir brauchen jemand mit Tech-Kenntnissen, der sich ins Sicherheitssystem hackt. Tali, Sie übernehmen das. Ein Anführer für die andere Gruppe. Der Attentäter mit Gewissen. Also, der hier ist einfach nur der Professor. Der ist einfach da. Grunt, der ist zu instabil, um den als Anführer einzusetzen. Deswegen sollten wir genau das tun. Sie führen das zweite Team an. Der Garus kommt da einfach aus der Wand raus. Ach ja. Aber so episch es auch hier ist, werde ich hier die Folge beenden. Es ist... Ich schätze mal, es wird nur noch eine einzige Folge werden. Und die werde ich jetzt auch sofort aufnehmen. Normalerweise würde ich jetzt sagen, ich gehe jetzt pennen. Aber, es ist 3 Uhr morgens. Aber ich spiele das jetzt noch, ich mache das jetzt noch und so Ende, ne? Ganz genau. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und in diesem Sinne, bis dahin.